Heyo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Idion und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Speedbuild-Folge von meinem Idion Kingdom. Nach diesem heutigen Video ist der Themenbereich der Ghostbusters damit abgeschlossen. Im kommenden Video werdet ihr sehen, wie ein gigantischer Coaster entsteht, zusammen mit der ganzen Thematisierung. Natürlich werden wir uns am Ende wieder zusammensetzen und diese Achterbahn fahren. Doch fangen wir nun an, direkt nach meinem kurzen Intro. Viel Spaß! Hey yo meine Freunde, ja ich weiß, es ist eine Weile her, seit dem letzten Speedbuild von meinem Idion Kingdom oder irgendeiner anderen Vorstellung von Planet Coaster, denn ich habe Planet Zoo ein bisschen in den Vordergrund gestellt, was jetzt zum Beispiel die Speedbuilder betrifft, also allgemein mein Village Zoo und mein Warhammer Projekt. Das liegt daran, dass ich das Village Projekt, also mein Village Zoo, ein bisschen vorantreiben möchte, weil das würde jetzt nicht mehr lange dauern. Und dann werde ich diesen, oder allgemein diesen Zoo ja auch hochladen. Jetzt müsste jetzt nur noch ein Part kommen und danach kommt noch eine kleine oder ein kleiner Rundgang anschließend. Natürlich ist dies im Workshop erhältlich und ihr könnt euch das herunterladen. Somit habe ich erstmal das eine erledigt, bevor ich das andere natürlich anfange. Also Village Zoo ist definitiv nicht zu Ende, das wird auf jeden Fall weitergemacht. Nur ist dann eine kleine Pause dazwischen, aber dazu habe ich ja schon in meinen Planet Zoo Speedbildern schon einiges dazu gesagt. So, aber nun widmen wir uns natürlich hier unserem Idion Kingdom zu. Was machen wir denn heute? Ich habe es ja im Intro ja schon erwähnt. Wir bauen einen kleinen oder einen großen Coaster, diesmal den größten von allen, aber ich glaube sogar der Dive Coaster ist ein Ticken höher. Bin mir gerade nicht sicher. Kann nicht sein, kann, muss auch nicht sein. Es ist ja auch eigentlich egal. Ich habe diesen Coaster aber nach dem Auto der Ghostbusters benannt. Ich glaube Echo hieß der, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ich glaube Echo. Ich habe die Thematisierung, naja, die ist jetzt nicht so krass wie allgemein die anderen Bahnen und allgemein die anderen Themenbereiche, die ich habe. Ich habe auf jeden Fall aber den Wartebereich mich dem Hotel gewidmet, was in dem Ghostbusters Film vorkommt. Ich bin jetzt nicht wirklich der riesen Ghostbusters Fan, ich habe mir den aber vor kurzem mal wieder angeguckt. Das letzte Mal, wo ich ihn gesehen habe, war als kleines Kind. Ich habe da wirklich nicht mehr viele großartige Erinnerungen daran. Aber nachdem ich mir den angeguckt habe und nachdem ich hier im Spiel auch gesehen habe, dass es so ein spezielles Schild gibt, dieses Ledgewick Hotel oder ich keine Ahnung, wie das nennt, habe ich das natürlich dann auch verwendet. Das habe ich erst zufällig entdeckt. Das werdet ihr auch später noch sehen. Dann habe ich halt versucht, den Wartebereich so hotelmäßig wie möglich zu gestalten. Also man läuft rum, sieht dann zwei Hotelzimmer, dann läuft man durch Hotelflure, dann kommt man durch eine Rezeption. Da sieht man auch die Ghostbusters-Figuren und dann schwebt hier und da mal der Slimer ein bisschen rum. Anschließend ist man dann in der Station angekommen und es ist halt dann so eine Art Tempelkulisse, würde ich jetzt mal sagen. Und anschließend fährt man dann anschließend mit der großen Achterbahn einfach kurz ums Gelände rum an so einem kleinen Tümpel entlang. Und dann endet man in einer Staff-Only-Zone und dann gleitet quasi die und der Waggon schön wieder in die Station hinein. Ein bisschen Staff-Only habe ich auf jeden Fall errichtet. Hier auch ein bisschen mit Kulisse, wo man eigentlich nicht hinkommt. Anschließend, wenn man hier rauskommt aus der Bahn, erwartet einen ein Souvenirstand. Der Ausgang endet definitiv dann auch bei der Ghostbusters Schießfahrgeschäft, also beides endet in einem Punkt, finde ich gar nicht so schlecht, weil sonst hätte ich irgendwo separat wieder so einen Ausgang platzieren müssen und das fand ich halt ein bisschen blöde, weshalb ich das dann miteinander, naja, verbunden habe sozusagen. Ich habe auf jeden Fall die Achterbahn auch in, glaube, drei verschiedenen Farben angerichtet, also gebaut, also schwarz, weiß und rot, glaube ich. Ich habe mich so ein bisschen halt an die Farbe des Autos orientiert und im Endeffekt sah das ja auch noch cool aus. Es war ein bisschen halt nervig hier, dieses Mal die Farben zu wechseln, aber im Endeffekt ging das. Ich habe den Bau der Achterbahn jetzt nicht im Speedbuild mit drin, weil das aus meiner Sicht einfach immer zu lange dauert. Und ich das halt im Offscreen baue und dann habt ihr am Anfang gesehen, wie ich kurz mit der Kamera einfach im Kreis gedreht habe. So konntet ihr das definitiv dann im Endeffekt sehen, wie es
nackt aussieht. Und jetzt allgemein, es kommt im Speedbase nur noch die Thematisierung dran, allgemein die Station, ein bisschen im Stuff Only, ringsherum von der Achterbahn, also mit Bäumen und. Ich hatte eigentlich vorgehabt, die Achterbahn über so einen Parkplatz jagen zu lassen. Das habe ich jetzt leider verworfen, aber Platz für einen Parkplatz ist definitiv immer noch. Das werde ich aber wie im Village Zoo definitiv dann offscreen irgendwann erledigen, falls ich doch einen Parkplatz errichten sollte. Wenn nicht, gibt es halt keinen. Finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Das ist halt irgendwo im Hintergrund unsichtbar. Je nachdem, man kann es sich halt vorstellen. So, aber naja. Ist halt so. Hier seht ihr definitiv jetzt, wie ich den Wartebereich mit ein paar Hotelzimmern gestalte. Da habe ich mir natürlich wieder ein bisschen von den Toolkit-Objekten Gebrauch gemacht. Einige Leute sind natürlich jetzt nicht begeistert davon. Mich stört das jetzt nicht wirklich. Also mit den Teilen hat man aber aus meiner Sicht ein bisschen mehr Möglichkeiten, Objekte zu szenarieren. Und dann sieht es auch ein bisschen besser aus. Zum Beispiel jetzt ein Bett. Ich müsste jetzt ein Bett selber erstellen und das mit diesen komischen eckigen Kanten und so. Weiß ich nicht, wie das ausgesehen hätte. Deswegen allgemein, die Toolkit-Objekte sind dafür eigentlich aus meiner Sicht echt sehr gut brauchbar. Also hat man wirklich die Möglichkeit, optimale Sachen zu gestalten. Allgemein auch vor allem, was Stuff Only betrifft. Da gibt es so coole Objekte, die, ja, die benutzt man eigentlich ja gar nicht. Aber naja, was wir machen. Man kann es leider nicht jedem recht machen. Im Endeffekt muss es ja an sich auch mir gefallen. Ich demonstriere euch ja natürlich alles, was ich baue. Ihr dürft natürlich immer wieder Feedback hinterlassen, was ich hier noch hinzufügen sollte und. Im nächsten Part, also jetzt ist auf jeden Fall Ghostbusters City damit abgeschlossen nach dem Video. Im nächsten Part werde ich mich ein kleines Update widmen, also ein paar Verbesserungen. Das wird bei dem Riesenrad sein, also da, wo das Restaurant entsteht. Das ist ja genau nebenan. Dort werde ich im nächsten Speedbuild auf jeden Fall ein paar Gebäude hinzufügen. Darunter eine kleine Spielbude nochmal und was ist das andere? Ich glaube, ein Souvenirladen wird dort hinzugefügt. Anschließend im nächsten Speedbuild nochmal eine kleine Verbesserung, auch bei dem Riesenrad. Natürlich entsteht da auch nochmal ein kleines Gebäude. Was ist ein Gebäude? Ja, ich glaube, ein Indoor-Bereich wieder. Also so mit so einem Indoor-Bahn, mit so einer Schlittenbahn. Da habe ich mich ein bisschen vom Europa-Park orientiert. Mit so einer Schlittenfahrt. Aber dann bin ich, glaube ich, auch definitiv mit Phase 1 dann hier auch durch, weil Phase 2 habe ich was ganz, ganz Spezielles vor. Ich möchte das wie im Blende zu, ich möchte beide Gebäude in beiden Spielen integrieren. Das eine wird halt ein Indoor-Park, also mit so Indoor-Achterbahn kommt da rein, so eine Kinderbahn und auch vielleicht auch nochmal ein Dark Ride. Eventuell noch ein Flat Ride, ich weiß es noch nicht. Mal gucken, wie ich das da reinkriege. Und in Blended Zoo möchte ich genau das gleiche Gebäude errichten, nur natürlich mit Tieren. Da bin ich mal gespannt, wie ich das hinkriege, mal gucken. Das werdet ihr aber auf definitiv noch mitkriegen, aber das wird natürlich erst in Phase 2 entstehen. Ich bin auf jeden Fall ein bisschen hippelig drauf und hoffe, ich kriege das hin, weil ich war letztens irgendwo ganz speziell und da habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, wie, ob ich das hier so hinkriegen würde, wie ich das jetzt identisch baue oder nicht. Aber ja, da lasse ich mich selber überraschen, wie ich das hinbekomme. Ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt für die letzten paar Minuten. Wir sehen uns gleich wieder in der Ego-Perspektive und fahren anschließend mit der Achterbahn zusammen. Und dann könnt ihr euch natürlich, oder könnt ihr euren eigenen Feedback abgeben, wie euch das hier alles gefallen hat. Ich sage jetzt einfach mal, wir sehen uns gleich wieder. Bis dann, ciao.
Thank you.
Heyo meine Freunde, ich habe mich mal wieder vor dem Ghostbusters City Schild platziert und wir gehen natürlich gleich hinein. Und von hier aus sieht man natürlich ja schon, wie die Achterbahn hier nach oben fährt, relativ steil. Und die hat auch, glaube ich, nein, 90 Grad Winkel hat sie nicht nach unten, aber die hat auf jeden Fall ordentlich Speed drauf. Und wir werden die jetzt natürlich gemeinsam fahren. Und wie ihr das sehen könnt, im Gegensatz zu den letzten paar Teilen von meinem Ghostbusters City, hat sich hier schon ordentlich Menschenmengen angesammelt. Und der Großteil liegt wirklich daran, dass die Achterbahn jetzt hier steht. Das finde ich irgendwie cool. Also davor war das halt nicht so und jetzt ist hier echt viel. Das fällt mir nämlich jetzt gerade erst auf. Entstanden ist sie natürlich hier. Das habt ihr im Speedbild ja schon gesehen. In dem Part davor habe ich ja, glaube ich, auch schon mal erwähnt, dass es mir hier ein bisschen zu nackt und kahl war, weshalb ich mich dann doch endgültig entschlossen habe, hier eine Achterbahn zu bauen. Das war Überlegung, Achterbahn oder Flatrate, aber ich habe eher zu einer Achterbahn tendiert. Und die werden wir jetzt gemeinsam fahren. So, ich gucke, ob ich hier durch die Menschenmenge durchkomme. So, aber bevor wir hier reingehen, gehe ich mal kurz hier rüber, denn hier ist auch der Ausgang von der Achterbahn. Nicht nur von dem Schießfahrgeschäft, sondern auch von der Achterbahn. Die ist dort hinten. Hier ist die Schießfahrgeschäft oder das Schießfahrgeschäft und hier ist der Ausgang zur Achterbahn. Ich habe hier noch einen kleinen Souvenirshop errichtet. Das seht ihr natürlich hier. Im Speedbild seht ihr, glaube ich, jetzt nicht viel davon. Ich glaube nur, wie ich hier alles einbaue. Aber das habe ich hier einfach nur so aus Jux hingestellt, damit man hier von da oben rauskommt. Und dann hat man hier noch quasi hier sich Ballons zu holen oder ein Just a Momento oder ein Head Fantastic. So, wir gehen schnell rüber. Direkt zum Haupteingang, das ist hier. Dieses Schild ist mir zufällig unter die Augen gekommen. Sedwick, oder Sed, wer ja keine Ahnung, was ausspricht, von dem Ghostbusters DLC. Deswegen habe ich dann im Endeffekt mich auch dazu entschlossen, das hier ein Hotel zu nennen. Oder allgemein, der Wartebereich ist ein Hotel. Und da gehen wir natürlich jetzt auch rein. Ich gucke nochmal kurz hier rüber. Okay, hier ist es nicht so befüllt von Menschenmengen. Das finde ich ein bisschen schade. Die sind alle nur hier wegen dieser Achterbahn. Dann gehen wir mal da hinein. So. Hier hat man auf jeden Fall links schon mal den Fastpass, den irgendwie kein Mensch nutzt, warum auch immer. Denn die Warteschlange geht schon mal bis hier hin. Jetzt sieht man leider nicht mehr viel, aber hier hat man schon ein bisschen die erste Szenerie. Ein kleines Hotelzimmer. Und hier hat man quasi den kleinen Wohnbereich von einem Hotel. Und dann geht es hier quasi um die Ecke. Und dann nach oben. Natürlich, wie gesagt, man sieht nicht viel, weil zu viele Besucher jetzt gerade in der Warteschlange sind. Schade eigentlich. Und dann ist man hier oben im Flur. Ein ganz normaler Hotelflur. Da sieht man jetzt quasi nicht viel. Die Musik im Hintergrund hört man aber. Das finde ich echt klasse. Hier hat man auf jeden Fall eine Musikbox. Und dann ist man hier oben bei einer Rezeption. So, dann laufen wir auch kurz außen rum. Da hat man auf jeden Fall die vier Ghostbusters, die Rezeptionsfrau und Slimer im Hintergrund. So, hat man auf jeden Fall Zeit, sich irgendwas anzugucken. Finde ich nicht so schlecht, also Unterhaltung quasi. Und dann geht es hier wieder nach unten. So, zickzack und hier ist der Fastpass wieder. Wie gesagt, hier steht leider keiner, warum auch immer. Und dann ist hier wieder ein kleiner Flur. So, dann geht er hier weiter. Also es ist nichts Weltbewegendes, es ist einfach nur ein bisschen Kulisse. Und dann geht es hier quasi nach oben nochmal. Und dann hat man hier noch einen kleinen Zickzackweg. Und dann ist man hier endgültig in der Station angekommen. So, wie ihr das sehen könnt, hier habe ich noch ein paar Elektroautomaten hinzugefügt. Wie es eigentlich in realistisch, also wenn man das ja so sehen möchte, natürlich auch existiert. Ich drücke Pause. Okay, wir sind im richtigen Wagen. Ich setze mich aber gerne immer in die Mitte. So, und dann geht es natürlich nach... Also, es geht los. Ich habe die Kette relativ schnell gestellt, weil das würde mir ein bisschen zu lange dauern, bis man da immer hochfährt. Aber ich finde das jetzt nicht unbedingt schlimm. Und natürlich geht es dann direkt abwärts mit einem vollen Speed. Es hat auf jeden Fall keine Inversionen dabei. Das ist definitiv klar. Weil das ist nicht der Coaster dafür. Finde ich aber nicht so schlimm. Hier ist auf jeden Fall auch alles mit dramatischer Musik hinterlegt. Und sehr vielen Airtime-Momenten. Ich wusste auf jeden Fall nicht, wie ich das Gebiet hier eigentlich thematisieren sollte, weshalb ich dann einfach ein bisschen gestrüpp und hinzugefügt habe. Hier habe ich die kleine Blockbremse oder normale Bremse. Und da
das mir gerade aufgefallen, müsste ich gleich vielleicht noch ein bisschen dran rumwerkeln. Aber sonst fährt die sich an sich ja relativ geschmeidig. Und das finde ich ja gut so. So, noch ein bisschen hoch ab. Hier ein kleiner Zwirbel nach oben. Und dann geht es natürlich zurück in die Station. Sie ist auf jeden Fall nicht unbedingt lang. Hier links ein kleiner Bahnhof für Waggons. Und jetzt werden wir einfach zurück in die Station gelotst. So. Ich gehe mal raus. Dann gucken wir das alles von oben an. Ah, das muss ich wahrscheinlich wieder ausstellen. Das vergesse ich immer bei Aufnahmen, das nicht beachten. Hier ist auf jeden Fall alles Wartebereich in diesem Bereich hier. Hier ist die Station. Also es ist auf jeden Fall alles in einen Haufen, also ein kleines Eckchen reingezimmert. Also auf jeden Fall reingequetscht. Hier ist auf jeden Fall Stuff Only errichtet worden, wie ihr das sehen könnt. Hier Stapler, Mülltonnen und Fässer. Hier ist der Bahnhof, hier ist das Tor, wo die Waggons quasi drin sind. Hier habe ich mir überlegt, ob ich vielleicht doch so einen Zaun platzieren sollte. Das habe ich hier definitiv gemacht. Das ist auf jeden Fall einmal hier ringsrum und. Hier habe ich auf jeden Fall noch ein bisschen Erdhügel gelassen, denn ich weiß noch nicht, ob ich hier etwas erweitern sollte. Hier ist noch offen. Hier ist auf jeden Fall der Durchgang von dem Blaser hier rein. Wie gesagt, aber im letzten Part habe ich das ja, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich weiß nicht, ob ich hier noch einen weiteren Themengebiet machen soll. Wenn ja, werde ich das auf jeden Fall ändern. Und dann werde ich das hier definitiv mit anschließen, weshalb das hier jetzt alles noch offen ist und erstmal offen bleibt. So. Hier ist definitiv nichts drin. Hier ein bisschen, auf jeden Fall, was ich gemeint habe während der Fahrt, hier ist sehr, sehr viel bewuchert, ein kleiner See. Die Stützen sind hier definitiv auf Betonplatten errichtet worden. Finde ich auch mal sehr realistisch gehalten. Hier wird man auf jeden Fall aus dem Sessel rausgeschlagen. Das habt ihr auf jeden Fall gesehen. Hier wird es so richtig hochgehoben, weil es hier wirklich rasant wieder nach unten geht. Und dann hier einmal komplett ringsherum. Einfach, wie gesagt, sehr, sehr viel Airtime-Momente. Das ist hier das Problem, finde ich. Hier muss ich definitiv noch, glaube ich, etwas machen. Aber ansonsten ist es auf jeden Fall wie ein Europark, eine Silverstar, die fast am Eingang entsteht. Eventuell mache ich hier die Parkplätze noch hin. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht hier auch noch mit rein. Und dann werden die Stützen definitiv auch auf dem Parkplatz sein. Weil wenn man hier steht, nicht mal im Park drin, sieht man hier schon, wie die Achterbahn hier drüber saust. Und der Anblick an sich finde ich immer so klasse. Wenn man auch hier steht, hier nicht mal am Parkeingang oder am Parkeingang, sieht man schon, wie die hier hochgeht. Finde ich echt klasse. Hier sieht man auch wenig, den Dive Coaster ein bisschen im Hintergrund. Damit meine ich noch. Wer weiß, was hier noch entsteht. Da bin ich noch unschlüssig. Da bin ich echt überlegen, ob ich vielleicht so eine Holzachterbahn hinbaue. Aber ja, was für eine Thematisierung, weiß ich leider nicht. Die Main Street hier, allgemein dieser Platz, wird definitiv auch noch verändert. Ich werde hier links und rechts Gebäude noch platzieren. Das ist aber irgendwann ein Update. Und dann werde ich hier noch eine kleine Position errichten und dann wird hier wahrscheinlich alles Mitarbeiter sein. Ich weiß es noch nicht, das ist auf jeden Fall nur so ein grober Plan. Wann das entstehen wird, weiß ich leider auch noch nicht, aber das sieht man ja dann. Und dann geht es hier definitiv wieder hier raus und dann endet man hier, wie ich vorhin ja schon gezeigt habe, hier den Ausgang und dann ist alles wieder hier oder hier setzt sich hier alles wieder zusammen und dann ist das hier quasi auch abgeschlossen. Also, dieser Themengebiet oder dieser Themenbereich hat definitiv jetzt auch vier Parts hinter sich. Hier das Schießfahrgeschäft, der in der Achterbahn, dieser Platz und hier diese große Achterbahn an sich. So, aber wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wo ich als nächstes ran werkel. Das ist echt fraglich. Da lasse ich mich überraschen oder da könnt ihr euch überraschen lassen, wie es sich jetzt weiterentwickelt. Vielleicht haue ich auch jetzt das Update raus für die Main Street, ich weiß es noch nicht. Oder vielleicht haue ich auch jetzt schon mal den Part hoch in den Workshop, mal gucken. Das ist fraglich, wie gesagt, ich weiß es noch nicht, entscheide immer alles so gerne spontan, auch was ich baue, mal gucken. Auf jeden Fall bin ich immer so stolz drauf, wie das so mit den Mitarbeitern entsteht, das finde ich echt klasse. Ist mir echt gut gelungen, finde ich. Hier könnte ich vielleicht noch so einen LKW reinsetzen, mal gucken. Aber das ist auf jeden Fall, wie gesagt, noch eine Frage der Zeit. So, ich gehe mal kurz, ich finde halt diese Perspektive cool. Hier, mit diesen ganzen Erdhügeln und, was weiß ich, finde ich klasse. So, aber da muss auf jeden Fall noch einiges gemacht werden. Definitiv noch Verbesserungen, das ist klar. Sie ist noch nicht zu 100% perfekt, aber ihr habt jetzt auf jeden Fall schon mal einen kleinen Einblick bekommen. Ich mache es auf jeden Fall wie bei meinem Village Zoo. Bevor ich das hochlade, werde ich auf jeden Fall nochmal alles durchchecken und hoffentlich auch alles sehen. Aber
dann würde ich jetzt einfach mal sagen, ich verabschiede mich. Wie hat euch das Speedbuild gefallen? Lasst mir doch ein Like da. Ansonsten schenkt dem Kanal auch ein Abo, es kostet euch nichts und hilft mir sehr. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und bleibt gesund. Euer Idiot, ciao.